Ja, hallo und damit Willkommen willkommen zu zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Sofort Sofort und und gleich gleich mal wieder YouTube. Fortnite Daily Hier Shop heute auf Video. unserem Kanal. Wir starten heute in den ersten Fortnite, nein, in den zweiten Fortnite Item Shop aus der Season 8 rein. Leute, die Season 8 ist so verbuggt wie kein anderes. Ja, Leute, es ist unfassbar, wie sehr verpackt die neue Season ist. Also ich weiß nicht, wie ihr die neue Season findet. Ich finde sie sehr verpackt. Und das ist halt auch sehr schlecht. So, schauen wir mal in den heutigen Itemshop rein. Also was ein Problem konnten wir ganz gut lösen. Ist mit Sicherheit jedem von euch schon aufgefallen. Das Rennen. Du machst irgendwas und du rennst nicht mehr. Machst irgendwas und du rennst nicht mehr. Also, was haben wir gemacht? Autorun rein. Nein, ja. Nicht Autorun. Ja, ist das. Anfang, also standardmäßig springen. Sprinten. Stand, ja, ist ja Autorun. Das ist kein Autorun. Du musst schon W drücken. Okay, also. Cool. Ja. Also, so, dann haben wir hier heute noch dazu noch einen super tollen, mega geilen neuen Shop, wo ich mich frage, wer benutzt die Scheiße da? Ninja. Ninja, ja, der hat doch echt. Ja, der wird, wahrscheinlich, weil er gesponsert wird. Ansonsten kann ich mir kaum vorstellen, dass man so eine Kacke da spielt. Also, der will alle Skins haben. Ja, ist schön. Also, wir gucken uns jetzt mal den hier an. Sorry, aber. Also, nur zur Erklärung: Das ist halt hier oben so ein Boxsackmännchen, ne? Also, das soll. Ja, da gibt es ein Boxsackmännchen. Gibt es, aber das. So, ich sag 0 von 10. Ja, und der Meinung bin ich tatsächlich auch. 0 von 10 für den Bendy. Und dann schauen wir doch mal. Auch hier bereits für den Bendy sind ja schon. Zwei Votes eingetragen. Sind auch schon Votes eingetragen. Gucken wir uns die mal an. Das ist das hier? Nein, das da? Ja. Lass mal kurz gucken. Ist mal richtig. Ja, schauen wir uns den mal an und das auch da einen von 5 bei 2 Votes bereits. Und nein, das sind nicht unsere. Das sind nicht unsere Votes. Also. Jo, das wäre das hier. Nächste. Schauen wir mal hier rein, der Twisty. Sieht, also, wie kann man so was Schlechtes machen? Und vor allem ist so ein Skin dauert 6 Wochen, bis du fertig ist. What the fuck? Ich sag 0 von 10, minus 1 von 10. Also das ist unterirdisch und. Ich sag minus 1 von 10. Du? Ich, ja, also ich gehe jetzt nicht unter 0, aber den kriegt von mir auch 0 von 10. Dann schauen wir mal beim Twisty rein. Alter, was, wie kann man sowas machen? Ich check's nicht. Und vor allem, wie kann man sowas dann auch noch spielen? Also. Hier ein von. Ne, was ist das? Oh ne, da ist sogar ein bisschen mehr, ne? 1,67 von 5 bei 3 Votes. Juhu. So. Ja, dann haben wir den Flimsy Flail. Den finde ich jetzt gar nicht so scheiße, sage ich mal. 6 von 10. Ja, er kriegt von mir 5 von 10. Also, ich finde jetzt nicht so mega Oberkacke, aber. Ich. Haben wir überhaupt einen Sound? Wir haben überhaupt keinen Sound. So. Und jetzt haben wir das da. Sorry, wir haben gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten. Hallo, da sind wir.
Ah, oh, jetzt ist das Mikrofon wieder da. What the Was fuck? Mit, dass ich das nicht bei meinem Programm habe? What the fuck? Und wir haben es auch das Richtige drin. So. Auf. Also ja, den Flimsy Flail finde ich nicht so schlecht. Beeilen Sie sich, du hast schon 5 von 10 gegeben. Müssen ja, lass mal gucken, was hat denn der hier bekommen? Aha! 1 von 5. Auch nur 1 von 5, oh mein Gott. Also ich glaube, das sind die schlechtesten Noten. Was ist denn da gerade los, ey? Du verkackst gerade alles, habe ich das Gefühl. So, 1 von 5. Was ist mit meinem Tiger los? Denk da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Weil auch das hier wieder hochgezogen werden muss, so... Es läuft hervorragend, gerade dieses Video. So, haben wir den Mallet Marauder. So, back in die 80s. Oh, Scheiße, Leute, der ist so schlimm. 4 von 10. So sind die Leute früher in den 80ern umgerannt. Du auch? Ich nicht. Schade. Nein. Also so komische Klamotten. Hätte ich mal gerne mal so gesehen. Ich hätte mal mit meiner Oma gefragt. Nein, so schreckliche Klamotten habe ich nicht angehabt. So. Mallet Marauder, was gibst denn du dem? Hab ich gerade gesagt. 4. 4 von 10, ich gebe dem 2 von 10. Alter, was ist das heute für ein Shop? Und was haben wir da? 2,54 von 5. Eieieiei. So, dann die Harpoon Eggs, die sieht. Was gibst du der? 3 von 10. Ich gebe der 5 von 10 der Harpoon Eggs. Und da haben wir hier 3,33 von 5. So, dann haben wir den Trooper. 0 von 10. Dem gibst du 0 von 10. Dem gebe ich wenigstens. Also, der sieht deutlich viel besser aus als diese andere Scheiße da vorne. Ja, sorry, aber das ist wirklich so. Also, okay, von mir 5 von 10, der Trooper. Du bist komplett schräg. Der Mallet Marauder kriegt weniger als der. Ja, weil der Mallet Marauder ist eine Katastrophe. Der sieht viel besser aus als der. Was denn, die komischen, knalligen Farben? So würde ich nie rumrennen. So wie der hier rumläuft, so könnte ich mir auch vorstellen, rumzulaufen. Sorry, aber nicht, was der andere anhat. So, ist mir scheißegal, es sieht trotzdem besser aus. 3,46 von 5. So, oh, ja, wenigstens mal einen Lichtblick hier. Der Viceroy Mark, 10 von 10, auch von mir. Ja. Das Ding finde ich wenigstens cool. Das ist mal was Tolles, ja. 3,9 von 5. Aber so. Da haben wir ja heute noch einen E-Mod, oder? Ja. Oh, okay. Oh mein Gott. Was gibst du dem? 5 von 10. Ja, ich auch in etwa. So, also, Hier ist die schlechteste E-Mod-Wertung 4 von 10, also. Crazy Feed hier, 3,88 von 5. Und jetzt haben wir 9 Emote. Schauen wir mal. Das ist schlecht. Glaubst du? Ja, ich glaube, das ist schon. What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das heute? Das ist doch nicht, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Doch. Wisst ihr, an was mich das so ein bisschen erinnert? Damals in alten Kung-Fu-Filmen gab es diese Drunken-Kung-Fu-Taktik-Technik, ja? Die gab's übrigens wirklich, ja? Das ist aus dem Grund erfunden worden, weil mal irgendwann ein chinesischer Shaolin-Mönch auf die Straße gegangen ist, besoffen war und zusammengeschlagen wurde im besoffenen Zustand. Dann haben sie sich gedacht, okay, dann machen wir so eine Taktik, so eine Technik draus. Und jetzt sehen die alle so aus, als wären die besoffen. So, los. Und dann versucht den mal anzugreifen. Ja, Breezy, was gibst denn du dem? 4 von 10 schlecht. Also das ist echt, das ist so unglaublich. Also was ist das heute für ein verkackter Job? Auch 4 von 10 für den Breezy. Alter, und da gibt tatsächlich einer 5 von 5 drauf. Stand der unter Drogen oder was? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen gerne Daumen hoch, den Kanal anschauen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Der Herr sofort ist genau in dem Zustand wie der da jetzt hier, dieser Emote da vorne, der Breezy, deswegen nuschelt der da so. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Und schaut sie mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fordert Daily Shop mit. Gleich, gelig, waschi, wie auch immer. Haut rein, macht's gut, bis dann und ich freue mich, euch wiederzusehen. Ciao.